Du betrittst Paradox. Okay. So, wir haben 183 Gegner, 7 Secrets. Das klingt doch mal nach was. Das klingt doch mal nach was. Oha, einen direkten Mankubus. Ja, jetzt wird's ernst hier. Jetzt mal gucken. Generell auch hier scheint es eine etwas größere Arena zu sein. So, zuallererst muss meine Mankubus sterben, würde ich sagen. So. Okay. Sehr schön. Perfekt. Zack, zack. Aua. Na. Werden auf jeden Fall gut beballert hier. Aua. Gemein. Sehr schön. Ja. Nochmal ein Mankubus. Und nochmal einer, oh je. Der Doppelläufige wäre mal ganz nett. Oder ein Rocket Launcher. Au! Holy fuck! Das hat wehgetan. Das hat wehgetan, ey. Oh mein Gott. Ach du Heiliger. I need. Danke. Hier würde man reinkommen wieder. Okay. Dann schauen wir doch mal. Wir könnten auch mal hier. Nee, kein Secret. Sah gerade auf der Map vielversprechender aus, als es dann war. Ist eigentlich hier. Hier haben wir noch so Zwischenräume. Hier gibt es dann auch einen Raketenwerfer. Sehr schön. Zack, zack. Das schnappen wir uns alles. Hier in dem Raum, denke ich mal, haben wir nicht allzu viel Gegenwehr, solange es nur ein paar Zombie-Man sind. Die Chain-Gunner sollten eigentlich auch relativ gut wegzukriegen sein, ja. Okay. Aber wir machen auch trotzdem gut, wir machen gut Progress hier auch. Die Gegner sterben schon in einem hohen Tempo. Generell sind die Level bisher von den Master Levels sehr, sehr rasant, sag ich mal, was die Action angeht. Kommt für gewöhnlich immer Schlag auf Schlag, so. So, dann holen wir uns hier einfach noch die. Es lohnt sich zwar nicht so viel, aber komm. Ach, come on. Das kann doch nicht sein, ey. Hier muss doch irgendwo noch. Aha, was haben wir denn hier? Tja, jetzt weiß ich, wofür ich den Rocket Launcher bekommen habe. Mehr oder weniger. Aber frech, ey. Oh, cool. Scheinen auch aktiviert zu bleiben, also permanent. Yes. Haben wir schon mal ein Secret tatsächlich gefunden. Oh ja, das, dem kann ich nur zustimmen.
dem kann ich doch nur zustimmen. Ist aber nur ein Secret gewesen. Ich frage mich, was der andere Schalter aktiviert hat. Die sind beide... Sind beide permanent, ne? Beide ein One-Time-Use. Aber vielleicht haben wir irgendwo anders noch irgendwas geöffnet jetzt damit. Aha, hier unten. Aber ich glaube, das ist ein Teleporterraum. Das klingt sehr stark nach einem Teleporterraum. So, dafür werden wir noch mehr Karten benötigen. Na, der ist hier keine Gefahr, deswegen werde ich den hier mal so wegmachen und mir die gute Muni sparen. Sieht auf jeden Fall durchaus so danach aus, als könnte man da eventuell später noch rein. Ja. So, komm. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ja, ist jetzt natürlich ein bisschen gemein mit der Unsichtbarkeit, aber... Naja. Das ist einfach nur so, okay. Dass man auch rauskommt. Jetzt gehen wir aber erstmal hier auf Revenant Jagd. Da nehme ich die normale, weil die deutlich besser da nach oben feuern wird. Im besten Fall könnte ich eigentlich auch die Chain Gun nehmen. Aber jetzt habe ich schon mit der normalen Schrotflinte angefangen. Jetzt bringe ich es auch mit der normalen Schrotflinte zu Ende. So. Hier oben findet es auch witzig, auf mich zu schießen. Dann zeige ich mal, wie witzig ich es finde, auf euch zu schießen. Können wir nämlich gerne machen, so. Kein Problem. Okay. Ei. Na. Sehr schön. Okay. Unsere Aufgabe jetzt, würde ich mal sagen, ist es, durch die gelbe Tür zu gehen. Allzu viel haben wir hier eh nicht mehr vor uns, also wir haben echt gut aufgeräumt. Viel ist es echt nicht mehr. War sehr actionlastig das Ganze. Na, zack. Ei. Aua. Holy. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Aber überhaupt nicht. So. Na, so einfach kommen wir hier nicht hoch, ne? Das ist gemein. Gemein. Aha. Ist das so ein Ding, wo wir in die verschiedenen Teleporter reingehen können und an verschiedenen Orten rauskommen? Jetzt habe ich blöderweise, ich bin einfach reingerannt. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, in welchen ich tatsächlich reingegangen bin. Was vielleicht ein Fehler ist, aber gehen wir mal nach ganz rechts. Ne. Habe ich kein Problem mit. Absolut kein Problem mit. Ich habe eine Berserk bekommen, ich kann eine Berserk benutzen. So einfach. So, dann haben wir noch einen. Vermutlich dann den ganz linken, glaube ich. Ich glaube, ich bin zuerst in den mittleren gegangen. Ja. Jetzt machen wir lieber so. War's das? Nee. Jetzt klingt es da drin sehr ruhig, also. Okay.
Hi, wir haben ein Secret gefunden. Also wer weiß, vielleicht habe ich ja Glück und es ist ein großes Secret in... Ach nee, das ist hier das Exit oder was? Okay. Ah nee, da können wir ins Exit reinspringen. Vielleicht öffnet sich auch noch was. Nee. Na gut, dann suche ich mal die Secrets. Okidoki, die Secrets. Wir fangen einmal an. Zum einen haben wir hier schon mal einen Gegner. Aber ja, hier, das ist direkt vom Anfang. Wenn man hier rechts dann hochgeht, kriegt man hier direkt ein Secret. Dann gehen wir einmal nochmal hier rein. Öffnen das. Ein Secret. So. Und zack. Hier kriegen wir noch eins gut geschrieben. Und jetzt noch das letzte Secret. Ich mache schon mal die BFG ready. Die werden sie gleich brauchen. Wir werden sie gleich brauchen. Ja, ja, ja. Das ist nämlich tatsächlich einfach nur eine Fake-Wand. Ich weiß nicht, wie ich die nicht gefunden habe. Ja. Und zack. Da kriegen wir die letzten drei Secrets gut geschrieben, weil das tatsächlich als drei Secrets... Ne, sind mehrere Sektoren als Secret deklariert, deswegen... Alles kein Problem. Damit haben wir dann alles erledigt und... Yep. Das hat niemand gesehen. Das hat absolut rein gar niemand gesehen, möchte ich mal ganz kurz anmerken, okay? Dass das niemand gesehen hat. Absolut niemand. Aber ja, die Map fand ich tatsächlich echt gut. Also, die hat sehr viel Spaß gemacht. Cool, cool Design fand ich. Generell auch ein bisschen knackiger, sag ich mal fast schon. Also zumindest mal ein paar mehr größere Gegner auch. Und einfach, keine Ahnung, generell... Ein cooles Level. Bisher die beste Map von den Master Levels. Aber ja, würde ich mal sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.